Schönen guten Tag, Herr Kluge von der Apps Factory. Würden Sie Ihr Produkt mal kurz vorstellen? Was haben Sie nach Frankfurt mitgebracht? Wir als Apps Factory sind Dienstleister. Wir haben mehrere Publisher, mehrere Verlage bei uns unter Vertrag. Wir entwickeln praktisch Applikationen für diese. Eine davon ist für den Zabert-Sandmann-Verlag, die das Kochbuch vom Alfons Schubeck, Meine Küche der Gewürze. Und das stellen wir hier zum Beispiel aus und freuen uns natürlich auf tolle Gespräche mit Verlagen, um halt weitere Applikationen für diese zu entwickeln. Sind das hauptsächlich Bildbandverlage oder Kochbuchverlage, die Sie ansprechen, oder ist es die breite Palette? Es ist eher die breite Palette. Also wir haben jetzt da so eine Referenz geschaffen mit diesem Kochbuch. Es wird auch noch weitere Kochbücher geben vom Zabert-Sandmann-Verlag, von der Frau Poletto oder vom Herrn Lafer. Aber wir sprechen auch andere Verlage an. Also wir haben jetzt derzeit gerade ein Projekt mit einem Juristenverlag, wo bestimmte Gesetzestexte gepublished werden auf dem iPad und auf dem iPhone. Und das Spezielle an Gesetzestexten ist ja, dass es dort immer wieder Updates gibt, und das ist das iPad und das iPhone bietet da gute Möglichkeiten, um diese möglichst schnell zu bekommen. Also wir haben da eine breite Palette. Genau. Worin unterscheidet sich die Kochbuch-App von einem normalen Buch? Was ist das besondere Feature? Ja, das besondere Feature ist, dass man eine gewisse Art von Interaktion damit hat. Also durch das Kochbuch kann man auch durchblättern, aber man kann in dem Kochbuch vom Alfons Schubeck sofort in die Kategorie der Gewürze springen, sie nach dem Buchstaben sortieren, sich Bilder dazu anschauen, zusätzliche Informationen, je nachdem, was man haben möchte. Und was ein Buch nicht leisten kann, was wir auf dem iPad umgesetzt haben, wir haben auch Videomaterial dazu, wo der Herr Schubeck erklärt, wie man zum Beispiel den Zander filetiert. Also ein Enhanced E-Book. Sozusagen, ja. Herzlichen Dank, Herr Kluge. Vielen Dank, ja.